Dein Bauch ist aufgebläht, du hast Bauchkrämpfe, Blähungen gehen laut und stinkend ab. Das muss nicht sein. Du kannst selbst sehr viel dafür tun, damit du nicht unter Blähungen leidest. Es gibt einige Hausmittel gegen Blähungen, die schon lange bekannt und bewährt sind. Die 5 effektivsten Hausmittel gegen Blähungen stelle ich dir in diesem Video vor. Das erste Hausmittel ist der Kartoffelwickel. Das ist ein Wickel, der feucht und warm ist und der wird zubereitet aus gekochten, nicht geschälten Kartoffeln. Wie bereitest du jetzt den Kartoffelwickel zu? Du nimmst 2 bis 3 Kartoffeln und kochst die in der Schale weich. Dann lässt du sie ein paar Minuten abkühlen, füllst sie in einen Waschlappen oder ein Leinensäckchen und zerdrückst die Kartoffeln vorsichtig. Dann legst du den Waschlappen mit den Kartoffeln auf den Bauch und lässt ihn etwa 15 Minuten einwirken. Der Kartoffelwickel wirkt krampflösend und damit dann auch schmerzlindernd, wenn du Blähungen hast. Bevor du den Kartoffelwickel auf den Bauch legst, prüfst du am besten die Temperatur. Wenn die Kartoffeln noch sehr heiß sind, kannst du dich nämlich leicht verbrennen. Hausmittel Nummer 2 gegen Blähungen ist die heiße 7. Dieses Hausmittel hat sich vor allem bei Säuglingen mit 3-Monats-Koliken bewährt, hilft aber auch Menschen in jedem Alter mit Blähungskoliken, also wenn Blähungen mit krampfartigen Schmerzen zusammen auftreten. Die heiße 7 kommt aus der Biochemie nach Dr. Schüssler. Vielleicht hast du von den Schüsslersalzen schon mal gehört. Die heiße 7 bereitest du aus dem Schüsslersalz Nummer 7 zu. Dazu gibst du 10 Tabletten des Schüsslersalzes Nummer 7 Magnesium Phosphoricum D6 in eine Tasse und übergießt das Ganze mit heißem Wasser. Die Schüsslertabletten lösen sich im Wasser sehr schnell auf. Sobald du das Wasser eine angenehme Trinktemperatur hat, dann kannst du die Mischung schluckweise trinken. Das Mineralsalz löst schnell die Bauchkrämpfe und die Luft aus dem Darm kann entweichen. Noch ein extra Tipp, wenn du die heiße 7 vor dem Schlafengehen trinkst, dann kannst du leichter und schneller einschlafen. Hausmittel Nummer 3 gegen Blähungen ist der Anis-Fenchel-Kümmeltee. Die Kombination aus diesen 3 Kräutern oder Gewürzen ist ein altbewährtes Hausmittel gegen Blähungen. Du kannst dir den Tee selbst herstellen, indem du die 3 Gewürze zu gleichen Teilen mischst und im Mörser oder mit einem Teelöffel kurz andrückst und dann mit kochendem Wasser übergießt. Durch das Zerdrücken werden die ätherischen Öle freigesetzt und die sind wichtig für die Wirkung. Anis wirkt blähungslindernd und entzündungshemmend. Ist also ganz gut, wenn du halt auch eine Darmentzündung oder eine Magenschleimhautentzündung oder einen Magen-Darm-Infekt hast. Fenchel wirkt blähungslindernd und Kümmel wirkt krampflösend, blähungslindernd und es regt die Verdauung an. In der Apotheke und im Handel bekommst du schon fertige Mischungen von Anis-Fenchel-Kümmel-Tees. In der Apotheke bekommst du diese Tees in Arzneiqualität. Das heißt, du kannst sicher sein, dass die Wirkstoffe gegen die Blähungen auch in ausreichendem Maß enthalten sind. Hausmittel Nummer 4 gegen Blähungen sind homöopathische Mittel. Es gibt eine Vielzahl an homöopathischen Mitteln, die gegen Blähungen helfen. Die wichtigsten sind Argentum Nitricum. Das hilft bei Blähungen, die auftreten gleichzeitig mit Prüfungsangst und Lampenfieber. Dann gibt es das homöopathische Mittel Carbo Vegetabilis. Das ist angezeigt bei Blähungen nach fettigem Essen. Man fühlt sich dann sehr erschöpft nach dem Essen. Camomilla ist angezeigt bei Blähungen, vor allem während der Zahnungsperiode von Babys oder bei Blähungen, wenn du dich mal sehr stark geärgert hast. Das homöopathische Mittel China
ist angezeigt bei Blähungen, die sich entwickeln nach einer langanhaltenden schweren Krankheit und bei Blähungen, nachdem man unreife Früchte gegessen hat. Colocynthis, das ist ein Mittel, das ist angezeigt bei Blähungen mit wirklich sehr starken Bauchkrämpfen. Die Bauchkrämpfe sind so stark, dass man sich irgendwas Festes in den Bauch drückt oder sich zusammenkrümmt, um die Schmerzen zu lindern. Pulsatilla ist angezeigt bei Blähungen nach fettigem Essen. Also wenn man Eis gegessen hat, Torten oder fettes Schweinefleisch oder wenn man vieles durcheinander gegessen hat. Das letzte Hausmittel gegen Blähungen ist eine Bauchmassage. Durch die Bauchmassage werden die Muskeln vom Bauch und vom Darm entspannt. Die Darmbewegungen werden angeregt, dadurch wird die Verdauung unterstützt, die Blähungen können sich lösen und die Krämpfe werden gelindert. Eine Bauchmassage kannst du leicht selbst durchführen, dafür brauchst du nur deine Hände und etwas Zeit. Nimm dir so circa 5 bis 15 Minuten Zeit. Ich beschreibe dir zwei Arten, deinen Bauch zu massieren. Probiere am besten aus, mit welcher Bauchmassage du am ehesten zurechtkommst. Die Bauchmassage solltest du im Liegen, also auf dem Sofa oder im Bett durchführen. Besonders effektiv ist eine Bauchmassage gegen Blähungen, wenn du gleichzeitig noch für etwas Entspannung sorgst. Ruhige Musik und eine Kerze bringen dich zusätzlich in die Entspannung. Achte darauf, dass der Raum gut geheizt ist, damit dir nicht kalt wird, wenn du deinen Bauch entblößt. Deck dich eventuell mit einer Decke zu. Die erste Bauchmassage besteht aus kreisenden Bewegungen. Leg dich dazu flach auf den Rücken, reibe deine Hände schnell aneinander, bis sie angenehm warm sind. Dann beginnst du am Bauchnabel. Dort legst du deine rechte Hand oder wenn du Linkshänder bist, die linke Hand. Die legst du an den Bauchnabel hin und beginnst dann mit der kreisenden Bauchmassage. Streiche mit deiner Hand im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn ist ganz wichtig. Rund um den Bauchnabel. Lass den Kreis größer und kleiner werden. Wechsel dabei auch zwischen leichtem und festem Druck. Massiere deinen Bauch mit der flachen Hand und achte auf gleichmäßige fließende Bewegungen deiner Hand. Eine alternative Bauchmassage sind streichende Bewegungen. Dazu legst du dich auch wieder flach auf den Rücken und wärmst deine Hände an, indem du sie schnell aneinander reibst. Dann streichst du ein paar Mal mit der flachen Hand quer über den Bauch, also von links nach rechts. Und dann streichst du ein paar Mal mit der flachen Hand längs über den Bauch, also von oben nach unten. Und dann massierst du ein paar Mal den gesamten Bauch mit kreisenden Bewegungen im Uhrzeigersinn. Für die Bauchmassage gegen die Blähungen übst du mit der flachen Hand einen leichten Druck auf die Bauchdecke aus. Ein kleiner Tipp, die Hand gleitet leichter über die Bauchdecke, wenn du vor der Massage etwas Öl auf der Hand oder dem Bauch verteilst. Dazu kannst du ein Bioöl aus der Küche, ein Massageöl oder auch ein Fenchel-Kümmelöl nehmen. Kümmel und Fenchel wirken dann zusätzlich zur Massage auch noch entkrampfend und entblähend. So, das waren die wichtigsten Hausmittel gegen Blähungen. Ich wünsche dir alles Gute.